Das ist eine ganz spontane Tour. Ja, jetzt hat mich gerade das Navi die Ohren voll gequakt. Nachdem wir jetzt, keine Ahnung, anderthalb Wochen nur Regen, Scheißwetter und sonst was haben, selbst heute Morgen war es noch beschissen Wetter. Ja, hat sich dann heute Mittag, am frühen Nachmittag, das Wetter gebessert und ich habe dann ganz kurzerhand mich entschlossen, einfach nochmal in die Eifel reinzufahren, mein Equipment mitzunehmen. Ich war jetzt hier unten in Monschau an der Senfmühle, habe mir da mal angeschaut, wo kann man hinfahren. Und ja, wir fahren jetzt mal zum Narzissenwald an der Perlenbacher Mühle. Das ist gar nicht so weit weg, sind nur ein paar Kilometer. Aber es ist ja auch schon 20 vor 5. Ihr seht, das Wetter ist, sieht schöner aus. Also das, wer weiß, wahrscheinlich werde ich gleich nass oder sowas, keine Ahnung. Und irgendwas ist in Monschau los. Da waren Leute, ihr seht auch schon hier die Autos. Jede Menge, keine Ahnung. An der Senfmühle stand auch Mühlenfest. Naja, ich weiß nicht. Auch egal. Ich fahre ja weiter. Und ich hoffe mal, ihr seid dabei. Echt anderthalb Wochen so ungefähr nur bescheidenes Wetter, mal wirklich mal vielleicht mal eine Stunde oder zwei nachmittags, wo das Wetter ein bisschen was freundlicher war. Also ich verstehe nicht, was mit dem Mai auch los ist, überhaupt mit dem Wetter los ist. Naja, wir wollen jetzt nicht schimpfen über das Wetter, komm, anderes Thema. Oh, Radrennen hier oder was ist hier los? Ich weiß nicht. Hey, hier ist richtig was gebacken. Ist eigentlich untypisch. Naja, egal. Gucken wir einfach mal. Ja, das ist einfach so. Das ist so eine spontane Tour. Wie heißt das? Unverhofft kommt oft. Ja. Mal gucken. Das sah gerade so aus, als ob meine Action 3 nicht richtig auf dem Halter saß. Aber nee. Sitzt richtig drauf. Monschau, historische Altstadt, da seht ihr das. Ja, da oben wird es dunkel. Oh, oh. Oh ja, guck mal hier, Radrennteams. Da muss also irgendwie ein Radrennen gewesen sein auch hier. Rund um Monschau? Keine Ahnung. So, wo müssen wir lang? Wir müssen geradeaus. Genau, wir fahren Richtung Höfen nämlich. Ah, das ist herrlich hier. Oh, wir fahren über die Ruhr. Also in Aachen war es 2-3 Grad wärmer. Als ich losgefahren bin, waren es da so 18 oder 19 Grad. Ich war vorher noch mit Hund raus gewesen und da war mir das in der Jacke eigentlich schon zu warm. Dann habe ich gedacht, was ziehst du jetzt an, wenn du in die Eifel fährst? Ne? Eifel ist ja immer so 2-3 Grad kälter. Hier unten so Wildcamping, was ist denn hier? Hey, also irgendwas ist hier gebacken, da muss ich mal eruieren. Ne? Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall habe ich gedacht, was ziehst du an? Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, zieh dir doch mal ein Sweatshirt an, nicht nur ein T-Shirt. Zieh nicht deine Lederjacke an, zieh deine Motorradjacke an und ja. So, jetzt so betrachtet würde ich sagen, war eine gute Entscheidung. Oh, wir müssen geradeaus. Running wild, nothing to lose. Do you remember the innocence of you?
butterflies in summer skin, lightning exploding through. Roller coasters in your legs, do you remember the never-ending days? Every crush you ever had burned in your DNA. With a sparkle in your eye, forever young. Every moment this is life, take it as it comes. Jump up and reach for the stars, having no regrets, forever and ever, always young, forever young. Ja, hier auch so typisch, diese hohen Buchenhecken. Sind wir jetzt hier schon in Höfen? Oder wo sind wir hier? Ah, guck mal hier, ein Reetdach. Ah, altes Eifelhaus. Ah, das ist eine Kneipe oder sowas. Auch hier, da, schaut mal da. Wahnsinn, ne? Könnte man meinen, du bist im Norden. So, wo müssen wir? Ach, wir müssen hier rechts abbiegen. Kann man denn hier runter? Da sieht es nach Baustelle aus. Ja, nee, da kann man fahren. Wo sind wir hier? Mal wieder irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo in der Eifel. Ui, was steht denn hier? Das sieht aber ein bisschen kaputt und verlassen aus, würde ich sagen. Ne? Das war mal ein Reetdach. Aber das ist doch ein bisschen kaputt da, ne? Ja, ist kaputt. Ich glaube, da muss man Reste. Sieht doch nicht bewohnt aus, das Haus. Also hier bin ich auch noch nie gewesen, ehrlich gesagt. Und hier geht das richtig, richtig steil runter, Leute. Ach, hier bin ich schon mal durchgefahren, genau. Kalter Herberg, 4 Kilometer. Genau, die Strecke hatte ich eigentlich gesucht. Sogar. Oh, ihr seid hier fett runter, Leute. Hier jedes so was von runter. Ja. Guck mal, die Radfahrer. Ich fahre 50. Also, ich weiß, die Kamera erfasst sowas ja nicht. So, hier ist die alte Mühle, ne? So, hier wollen wir uns das mal angucken. Auf jeden Fall ist hier unten schon mal Perlebach. Der ist aber glatt. Ja, Roland gerade beinahe auf die Fresse geflogen. Also ein bisschen Schiss habe ich ja schon, wenn ich hier drauf stehe. Weil das war gerade glatt hier, da bin ich fast auf die Fresse geflogen. Oh, Leute. Ja, ihr seht, wie viel Wasser der Perlenbach hat. Ja. Also, ich denke mal, das liegt an diesen starken Regenfällen, die man jetzt hier die letzten Tage hat. Wo war das jetzt? Im Saarland? Da sind doch Überschwemmungen da oben. Oder da unten.
Ah, das ist ja mal schick hier. Ich sag mal so, die Eifel ist schon toll, ne? Wenn man das sieht hier. Also die Motorradschuhe sind nicht unbedingt die richtigen Schuhe, um hier durch den Wald rumzuströfen. Aber guck mal, boah, sag was. Wie krass steil das hochgeht da. Ja, ist ja absolut idyllisch, oder? Und ja, mal gerade abgesehen von den zwei Wanderern, die hier an mir vorbeikamen, bis jetzt noch kein Mensch gesehen. Ja, hier kannst du die Zeit vergessen, ne? Kommst auch vor wie Hänsel und Gretel. Die gingen durch den Wald. Aber wo ist meine Gretel? Boah, das ist ein Wurzelwerk hier. Ja, das sind jetzt, oh, meine Schuhe sind schon dreckig. Das sind jetzt nicht die richtigen Schuhe für hier rumzuturnen. Richtig, richtig nett hier. Tja, das Narzissenfeld habe ich noch nicht entdeckt. Keine Ahnung, wie weit ich da noch gehen muss, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja eh nur spontane Kiste heute. Jetzt gehe ich wieder zurück. Dann fahren wir einfach noch ein Stückchen weiter. So, weiter geht's. Ja, hier die Perlenbacher Mühle hat zu. Hier sind wir unten, da ist der Perlenbach, wo wir gerade waren. Und, oh, das Wetter zieht sich zu. Holy moly. Jetzt geht es hier Richtung Kalter Herberg, Lake Owl, also Richtung Belgien. Das ist richtig, eine richtig tiefe Schlucht hier. Schön zu fahren, schön zu fahren, echt, wirklich. Oh, ist das nicht eine schicke Sicht? Obwohl das Wetter so ein bisschen trübe ist. Cool hier. So. Jetzt kommen wir gleich wieder zur Senfmühle. Aber ich fahre einfach mal ein Stück weiter runter bis an die Altstadt ran. Unten kommt, endet das, glaube ich, an einem Parkhaus oder sowas. Ne? Ich weiß nicht, da bin ich schon ewig schon 3 Jahre nicht mehr runtergefahren. Also bis zur Senfmühle hier, da bin ich ja schon mal öfter. Die ist hier, da rechts, links. Aber weiter runter. Es scheint irgendeine Veranstaltung zu sein hier in Monschau heute. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Genau, jetzt kommt nämlich hier so ein Wendehammer. Aber hier ist er auch, guck mal. Schönes altes Fachwerk. Hier ist ein Parkhaus. Anlieger frei, genau, da dürfen wir nicht rein. Also Monschau ist schon echt schön. Naja, außer dieses hässliche, wirklich extrem hässliche Rathaus, oder? Leute, wie kann man so ein Ding bauen? In so einem hier historischen, ja, teilweise uralt Fachwerk, ne? Häuser, also ich verstehe das nicht. Dass man sich da nicht so ein bisschen an den Stil der Häuser gehalten hat. Und nein, da muss man also, keine Ahnung, wahrscheinlich in den 70er Jahren ist das gebaut worden. Da musste man sich dann so ein bisschen an die, da musste man sich so ein bisschen an die Moderne halten. Ne? So Leute, ich bin jetzt wieder hier an der Senfmühle. So. Ja, das war so eine... Mal eben, ich fahre mal los um 16 Uhr Tour. Eigentlich habe ich das Narzissenfeld an der Perlenbachmühle gesucht. Ich habe keine Ahnung, wo das ist.
Ihr habt ja gesehen, ja, da so ein bisschen am Perlenbach lang, das war übrigens sehr schön da, aber mit den Motorradschuhen nicht unbedingt die beste Wahl. Da muss man tatsächlich mit Trekkingschuhe hinkommen, also das werde ich auch nochmal machen. Ja, etwa trotz allem nochmal ein schöner Nachmittag. Wie gesagt, gefühlt anderthalb Wochen hat es nur geregnet und da konntest du ja nicht fahren. War mieses Wetter. Egal. Jetzt bin ich so wieder so ein bisschen befriedigt, ja, auf gut Deutsch gesagt. Gut, Leute, alles klar. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hopp, Daumen nach oben, bitte. Ihr kennt das. Und das kennt ihr auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Tschüss.